Hallöchen, ihr Lieben. Das hier ist Kartoffelhackauflauf mit Aubergine. Wie es geht, zeige ich euch jetzt. Hier schon mal die Zutaten dazu. Und zwar, ich habe Rinderhackfleisch, Mozzarella gerieben, Kartoffeln, Petersilie, ich brauche nachher ein Stück von dem Parmesan-Käse, Tomate, Aubergine, Pori, Eier, Olivenöl, Knoblauch und Gewürze. Von der Menge her nehme ich für zwei Portionen, für zwei Personen, mit Nachschub natürlich. Und ihr könnt dann im Rezept lesen. Es geht los mit Gemüse schneiden. Wird die Marinade noch zubereitet, und zwar Knoblauchzehe frische. Salz, Oregano und Pfeffer dazu. Als nächstes dann werden die Sachen zusammengemischt, und zwar die Kartoffeln, das Fleisch. Ja, dann kommt noch Petersilie dazu. Ja, und ich rühre alles schön um. Ich nehme am besten die Hand, das klappt besser. Kommt noch ein bisschen Pori dazu. Und zum Schluss die Marinade. Alles fertig für den Ofen. Ich habe noch einen nächsten Schritt, und zwar ich werde die Form gleich anfetten und meinen Ofen erstmal vorheizen natürlich. So, Umluft 200 Grad. So, und wir machen hier weiter. Da kommt alles hier rein. Ein bisschen Parmesankäse oben drauf hier. So, dann kommen die Tomaten erstmal hier so schön verteilt. So, noch ein bisschen Parmesan. Dann kommt nochmal Parmesankäse und zum Schluss der geriebene Käse.
Das Ganze hier kommt gleich in den Ofen für 30 Minuten. Habe ich schon erwähnt vorhin, bei 200 Grad Umluft. Jetzt wollen wir mal sehen. Juhu, fertig. Et voilà! Ich hoffe, ihr kocht es nach und es schmeckt euch. Ich würde mich auf eure Like freuen. Abonniert mich und seid dabei bei dem nächsten Video. Eure Tati. Tschüssi.